Im zweiten Teil unserer kleinen Reportage zu Rainbow Six Siege wollen wir mehr auf das Spiel an sich eingehen und vor allem auf die Spieler selbst. Wir zeigen, auf was es ankommt, welche geheimen Tricks die Spieler nutzen und bekommen Tipps von echten Pro-Gamern, wie man es in Rainbow Six Siege selber an die Spitze der Leader schafft. Kommen wir aber zunächst zum Spiel selbst. Rainbow Six Siege zeichnet sich besonders durch sein einzigartiges Spielkonzept aus. Bei dem 5 gegen 5 Taktik-Shooter haben die Spieler vor jedem Match die Auswahl zwischen 36 verschiedenen Operatoren, die alle über spezielle Waffen und Gadgets verfügen, was schon mal für besonders viel Abwechslung sorgt. Aufgeteilt werden die 10 Spieler dann vor jeder Runde in ein Team aus 5 Angreifern und 5 Verteidigern. Außerdem muss bei dem Spiel in mehreren Dimensionen gedacht werden, denn fast alles auf den Maps ist zerstörbar und so kann ein Angriff im Prinzip aus jeder Richtung kommen. Diese taktischen Aspekte kommen bei den Spielern besonders gut an. Im Spiel ist es ja, ist halt die Taktik gefragt. Man kann Wände reinforcen, man kann halt alles zerstören. Und deswegen ist halt der Aufbau des Teams oder der Strategie halt sehr, sehr wichtig. Man muss wissen, wo man reforced, muss wissen, wo man Stacheldraht hinlegt und. Und das ist halt bei den Teams in der Verteidigung sehr gefragt. Und die Angreifer, die müssen das halt analysieren und versuchen, die Lücke zu finden. Ja. Also ich finde, das ist ein bisschen wie Schach, nur als Ego-Shooter. Es ist sehr, sehr taktisch. Und da kann ein falscher Zug kann so eine Runde kosten. Und deswegen, das finde ich ziemlich geil. So. Die Beliebtheit hat nicht zuletzt aus diesen Gründen extrem zugenommen in den letzten Monaten. Die Szene wächst rasant und auch die Spieler und Clans in Deutschland werden immer professioneller. Eine eigene Handcreme namens Gamer Grip, die verschwitzte Hände verhindert und so für ein besseres Aim sorgen soll, ist da nur eines von vielen Anzeichen. Ein weiterer Hinweis auf die Professionalisierung der Szene ist, dass die Teams nun auch über eigene Trainer verfügen. Aber was genau machen eigentlich die sogenannten Coaches? Ein Coach ist, wenn man in den höheren Bereich kommt, gerade Pro League, ist es ein Coach sehr wichtig. Ja, also es gibt natürlich auf der einen Seite gibt's die Spieler, die natürlich jeder jetzt auch sieht. Die trainieren ja in der Woche immer relativ häufig und stecken auch sehr viel Zeit da rein. Aber die Arbeit, halt, die dahinter steckt, die sieht man jetzt nicht unbedingt, wenn man halt nicht so viel Ahnung davon hat. Da geht es halt um die Strats und auch sehr doll um die Gegner zu analysieren. Also das macht auch viel der Coach. Der analysiert die Gegner und guckt, welche Maps spielen die, wie greifen die an. Weil man sonst einfach, das ist für die Spieler zu viel. Die Spieler müssen sich aufs Spiel konzentrieren und die können einfach nicht gleichzeitig alles machen. Zusammen mit den Coaches trainieren die Pro-Gamer 4 bis 5 Mal pro Woche und wer selbst dieses Level bei Rainbow Six Siege erreichen will, der muss bei dem Spiel auf einige Dinge ganz besonders achten. Was zeichnet also einen guten Spieler aus und was ist mit das Wichtigste, wenn man selbst Pro-Gamer werden will? Wenn ein Einsteiger besser werden will, dann sollte er sich auf jeden Fall die Matches angucken, würde ich ihm empfehlen, die Pros halt spielen. Weil so spielt man halt auch wirklich und so kann man auch die Ranks gewinnen, sage ich mal, was dann jeder will. Man sollte sich auf jeden Fall die Karten vorher angucken, das ist sehr wichtig, Mapkenntnis. Dann ist, man sollte so schnell es geht, die Callouts für verschiedene Orte lernen, damit man sich besser verständigen kann mit seinen Teammates und dann kommt der Rest von alleine. Also die Teamabsprache im Spiel ist das A und O. Es kommt, glaube ich, sogar noch vor dem Sound. Also man muss mit dem Team sehr, sehr gut kommunizieren und auch auf seine Teammates hören, weil derjenige sagt wiederum, okay, da ist ein Gegner und dann kannst du dich direkt darauf fixieren, auf diesen Punkt, von wo er kommt. Ja? Das ist wichtig. Hören, auch sehr wichtig. Das Thema Hören ist eigentlich, also ich bin ein hörlastiger Spieler, so ich gehe nur auf Sounds eigentlich und als Roamer, ja, brauche ich halt auch meine Ruhe. So, ich muss mich sogar manchmal im TS muten, damit ich da auch wirklich die Steps zuordnen kann, wo der Gegner ist. Mit diesen wichtigen Tipps und viel hartem Training kann jeder bei Rainbow Six Siege ganz oben mitspielen. Genau das wird in Zukunft noch mehr Spaß machen als bisher, denn die Szene wächst, genauso wie Turniere und Preisgelder. Experten und Spieler sind sich schon jetzt sicher, Rainbow Six Siege wird in den nächsten Monaten noch erfolgreicher. Man hat hier eine Entwicklung, die ist abnormal von jedem, was ich selber miterlebt habe. Ich habe schon andere Spiele erlebt und das hier ist echt enorm. Wir haben mit unserer Six Long Series, wir haben mit den Siege Masters ein Event, wir haben ein 2-tägiges Event hier. Das muss man sich mal vorstellen, die Location ist groß, man kriegt das ja vielleicht ein bisschen im Hintergrund mit. Du selber hast es ja auch mitgekriegt. Es ist wirklich nicht gerade was Kleines,
und es wächst alles. Rainbow Six Siege hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten E-Sports-Titel der Welt entwickelt und der Siegeszug ist nicht mehr aufzuhalten. Ein Spiel mit einem völlig einzigartigen Konzept, taktischer Raffinesse, Teamgeist und vor allem ein Spiel, das sich auch ständig weiterentwickelt. Genau das ist das Erfolgsgeheimnis von Rainbow Six Siege.